Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen im Fifi-Cast. Heute zum zweiten Mal auch als Videopodcast mit Christiane Jakobs. Und jetzt kannst du deinen Disclaimer loswerden, den du vorher noch mal loswerden wolltest, bevor wir loslegen. Jetzt will ich schon wieder gar nicht mehr. Nein, es ging also darum, dass ich mit Sonja besprochen hatte, dass wir darüber reden, über dieses Thema. Und sie aber Podcast gesagt hatte und ich gedacht habe, okay, es ist ohne Bild. Und dann schaffe ich das irgendwie. Und wir können ja die Pausen, die ich brauche, weil es mir teilweise extrem nahe geht, einfach rausschneiden. Das geht natürlich nicht, wenn es ein Video ist. Man sieht immer, wenn ich geheult habe. Also ich hoffe, ich schaffe das heute irgendwie, weil es ein wirklich belastendes Thema ist, wo ich schon lange drüber sprechen wollte und denke, dass das wichtig ist, dass man das auf den Tisch bringt. Aber ist halt schwer. Weil es viele Leute ja auch kennen. Also ich kenne das selbst auch. Also insofern kann ich da schon auch noch eine Runde mitreden. Nur auch schon ein bisschen emotional. Und wenn es tatsächlich, wenn wir eine Heulpause brauchen, dann drücken wir auch Pause und gut ist. Genau. Also bei komischen Pausen wisst ihr, okay. Genau, vor allem, wenn es so sieht, der so ein bisschen rot ausschaut. Genau. Also, um nochmal auf das Thema zu kommen, das ist natürlich alles sehr, sehr emotional. Weil wir haben unsere Hunde im besten Fall 15 Jahre, länger 18 Jahre, manchmal, man weiß es nicht, ne? Und das ist eben ein ganz großer Abschnitt im Leben. Das ist ja nicht so wie, sagen wir jetzt blöd, Hamster, wie alt werden die 4 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Ich meine 2. Aber ich hätte jetzt auch an Hamster gedacht. Ich weiß irgendwie, wo man sagt, nee, das ist eine überschaubare Spanne und wenn sich dann irgendwas ändert, dann kann man irgendwie damit leben. Ja. Aber wenn ich halt einen Hund habe, der lange bei mir ist und dann ändern sich Umstände im Leben, mit denen man vielleicht auch überhaupt nicht gerechnet hat, was ja als Sorry in 15 Jahren halt einfach mal passieren kann. Beruf, ja. Partnerschaft, umziehen. Alles umziehen. Wird rausgeschmissen aus der Wohnung und muss sich eine neue suchen. Und es gibt Situationen, wo es dann schwierig wird mit dem eigenen Hund. Und wir haben ja gedacht, da reden wir mal drüber, weil vielleicht kennt ihr das selbst auch. Also um mal von mir jetzt zu reden. Ich hatte 2 kleine Kinder, 2 noch ziemlich junge Hunde. Und dann habe ich mich getrennt. Und dann stand ich auf einmal da eben alleinerziehend, 2 Hunde. Ich musste irgendwann raus aus dem Haus. Ich musste eine neue Bleibe finden. Und ja, war bei dir ähnlich, ne? War bei mir ähnlich, genau. Also wir haben uns getrennt, mein Ex-Mann und ich mittlerweile. Das ist jetzt 2 Jahre her. Und der Knicker war ja immer Lebensinhalt, hauptsächlich von mir, von meinem Ex-Mann aber natürlich auch. Und er hat aufgrund der Lebensumstände, die wir zu Anfang hatten, hat er ein Trennungsstressproblem mit Sicherheit auch dadurch bedingt. Aber ich glaube auch ganz stark, weil es von ihm eine Veranlagung ist, dass er einfach so ist, wie er ist. Und das heißt, der bleibt nicht alleine und er hat auch Stress, wenn einer von seinen Bezugspersonen weg ist. Also bei mir ganz besonders stark, aber auch immer schon bei den passenden Männern. Also meinem Ex-Mann und auch bei meinem neuen Partner ist es so, dass er, sobald die sich nicht ritualisiert entfernen, sondern zum Beispiel einfach rausgehen und nicht bis gleich sagen. Also bis gleich ist so ein Signal, was wir aufgebaut haben, dass er weiß, okay, der kommt irgendwann wieder, der kann auch am nächsten Tag wieder kommen. Aber er hat halt sofort Trennungsstress und das konnte man gut auffangen in einer Beziehung, wo wir uns halt darauf eingestellt hatten, okay, einer ist immer da, das hat sich so ergeben, wir haben immer schon im Homeoffice gearbeitet, beide, und das war immer gut geregelt und plötzlich stehe ich alleine da mit einem Hund, der 24/7 nicht alleine bleiben kann. Und ich habe es mehrfach versucht, es zu trainieren, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß mittlerweile, dass es tatsächlich auch Hunde gibt, wo es sehr, sehr schwierig ist bis unmöglich. Vor allem welche, die eben körperliche Veranlagung oder sowas haben, die dann einfach nicht alleine bleiben können, weil sie Support brauchen, weil sie vielleicht Schmerzen haben, weil ihnen schlecht ist, keine Ahnung was. Ja. So, und dann muss man natürlich auch sagen, wenn sich so ein Lebensumstand verändert und ich jetzt plötzlich den Anspruch habe, mein Hund soll jetzt alleine bleiben können und ich muss das trainieren, dann fehlt mir da vielleicht auch schlichtweg die Zeit für. Richtig. Weil so ein Trennungsstresstraining, ich habe es probiert, ist wirklich anspruchsvoll. Und sehr zeitintensiv und in stressigen Situationen, die ich mit Sicherheit in den letzten 2 Jahren hatte, beruflich teilweise noch ergänzend dazu Sachen gekommen, dass ich einfach auch mehr arbeiten muss natürlich, ne, wenn ich mich selbst ernähren muss und meinen Hund, ist einfach die Zeit nicht da. Also wir haben ja in diesem wir haben ja schon mal so ein Thema gemacht mit Knicker und seinem Fressproblem,
habe ich immer noch am Tag eine Stunde bis anderthalb, die ich brauche, um den Hund zu füttern. Mhm. So, jetzt kann ich nicht nochmal sagen, ja gut, dann packe ich jetzt nochmal eine halbe bis Stunde drauf für Trennungsstresstraining. Sorry, aber ich muss arbeiten. Ja. Na, ich muss mit dem Hund noch spazieren gehen obendrauf. Also auch mein Tag hat nur 24 Stunden, man soll es nicht glauben. Und das heißt, ich kann die Situation nicht ändern. Also jetzt für mich die Lebenssituation. Aber es ist halt auch so, dass ich jetzt merke, also 24/7 ist einfach zu viel. Das schaffe ich nicht. Ja, und ich, also da alltägliche Arbeiten, die du jetzt, die sie vielleicht sonst auch in der Partnerschaft irgendwie aufgeteilt hast. Arzttermine. Oder sowas. Ja. Wenn ich zum Arzttermin muss, ist das eine Katastrophe. Also mein Ex-Mann passt noch auf, mein Partner natürlich auch. Ich habe eine Hundesitterin. Aber das Problem ist, ich sehe auch ganz einfach, dass der Knicker sich nicht wohlfühlt. Wenn der bei der Hundesitterin ist, wir haben dann auch schon mal gemacht, dass er da übernachtet, dass ich einfach auch mal wirklich mal eine längere Zeit, 12 Stunden oder so, Pause habe, ich abends weggehen will oder so, was ich total selten mache, weil ich schon sehe, der stratzt da rein, ne, geradeaus durch, legt sich in das Körbchen und steht erst wieder auf, mehr oder weniger, wenn ich den abhole. Und dann macht er richtig Rambazamba, weil dann ist er so aufgeregt. Das heißt, ich weiß, wenn ich ihn da hinbringe, er fühlt sich nicht wohl. Folglich mache ich das auch immer weniger. Und sage jetzt auch bei diesem Trennungsstress-Trainingsproblem, ich würde es gerne trainieren, aber ganz ehrlich, der Aufwand ist so hoch und die Chance, dass das klappt, weil ich schon dreimal wirklich gute Ansätze und auch wirklich gut trainiert habe und es hat halt nicht funktioniert, sage ich, es lohnt sich nicht. Der Aufwand ist mir zu hoch, dann halte ich halt noch durch. Ne? Aber da merke ich, das schaffe ich nicht. Also ich glaube, ich schaffe es nicht noch 4 Jahre. Ja, und ich kann das so nachvollziehen. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Weißt du, sonst, du hast dann eben noch einen Partner, wo du dann sagst, ja, dann geh du mal mit den Hunden raus. Oder, wie gesagt, 2 Hunde, 2 Kinder. Ne? Dann müssen die Kinder irgendwo hin. Mein Aussie hatte auch Trennungsstress. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich muss mit den Kindern zur Schule, zum Arzt oder sonst irgendwie was. Ich musste natürlich auch arbeiten und ich konnte damit also kein Homeoffice machen, sondern ich habe halt diese Hundeschule gehabt und die habe ich gerade erst aufgezogen. Das heißt, ich musste da auch noch sehr viel Zeit und sowas mit reinstecken. Ich wünsche mir diese Zeit nicht wieder. Es wäre damals ohne Hunde sehr, sehr viel leichter gewesen. Deswegen kann ich diesen Stress, den man da hat, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich kann das so dermaßen nachfühlen, dieses, jetzt haben sich die Umstände geändert und der Hund, der vorher halt auch schon schwierig war, aber mit dem man halt irgendwo noch gut leben konnte, weil man sich da halt so eingerichtet hat, wird auf einmal dann eben zu einer Belastung. Und ich sage, was mache ich jetzt? Ja, und Knicker ist nach wie vor das Wichtigste in meinem Leben. Das finde ich total gut. Ich glaube, das macht es halt auch so schwierig. Ne, weil ich einfach sehe, okay, der braucht diese Zeiten, ne, und dieses Füttern manchmal. Wenn ich weiß, ich habe so einen Berg Arbeit und der steht draußen oder der sitzt auch oft in der Tanne, dann sitzt er da und ich hocke davor und denke nur, jetzt friss doch bitte. Ne? Und er frisst nicht. Und dann ist das so belastend. Und ich weiß aber, wenn ich ihn dann nicht fütter, wenn ich mir also nicht die Zeit nehme, dann hat er im Anschluss Bauchweh. Ja. Und dann haben wir wieder 1-2 Tage Stress durch Bauchweh. Also es macht es nicht besser und die Situation ist einfach irgendwie auswegslos für mich. Ne? Weil ich einfach sehe, okay, ich hab keine Möglichkeit. Ja, und bevor ihr jetzt hier denkt, wieso, was soll der Kack mit der Fresserei? Schaut bitte mal in unsere, ich weiß nicht, was ein Küchengespräch, Podcast, ich kann es ja nicht mehr. Also schau mal, ich glaube Küchengespräch. Ich glaube auch, es war ein Küchengespräch. Wie das ist mit dem Knicker und der Fresserei, das ist also keine Anstellerei. Würde der Hund auf diese Art und Weise nicht gefüttert, ja, so würde nach, verhungern. Er würde verhungern, weil er einfach ein Problem hat. Ne? Also das muss man jetzt irgendwie einfach mal sagen. Also bevor jetzt jemand denkt, das ist jetzt irgendwie blöde Anstellerei, dann gib dem Hund halt was und dann wartest du, bis er Hunger hat, weil es ist noch kein Hund vom faulen Fressnapf verhungert. Doch, der Knicker würde das. Da, das heißt, dieser Aufwand ist einfach notwendig, um mit dem Hund halt irgendwie leben zu können. Ja, um dass er nicht in Bauchweh und was weiß ich nicht, schlimmste Geschichten verfällt. Ne? Also ganz sobald genau. Er dann leer ist, ist natürlich die Problematik, dass so. Magensäure und überhaupt. Genau, aber ist ja nicht. Das ist ja sein Problem. Wir reden ja jetzt über mein Problem. Nein, Quatsch natürlich. Genau, aber es hängt ja halt einfach so wahnsinnig dicht beieinander. Ne? Und sind dann 1000 Sachen. Ich würde jetzt gerne joggen gehen. Ja, da habe ich ihn natürlich mitgenommen. Aber er ist jetzt auch 12,5. Und dann siehst du, okay, das funktioniert auch nicht. Ich bin schon sehr langsam, aber er ist halt noch langsamer. Und also lasse ich das auch. Ne? Und das sind alles so Sachen,
wo ich denke, okay, naja, er ist jetzt 12,5, wenn er 16, 17, 18 wird, habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Danach bin ich, glaube ich, auch aus dem Joggingalter raus, oder? Mit diesen Einschränkungen, ja? Was ist, ja. Das ist ja auch eben ein Verlust an Lebensqualität für uns Menschen. Wir halten ja eigentlich Hunde, weil wir uns eine Erhöhung der Lebensqualität versprechen. Das soll es ja eigentlich sein. Wir möchten ein Tier, was mit uns zusammenlebt, was irgendwie kuschelt, schmust, was tut er nicht. Überall mit hin kann, ne? Also kann mit Einschränkungen, ja. Kann er. Mit Einschränkungen, ne? Also es gibt genügend Hunde, die wollen das eben auch nicht. Und da musst du dann halt daheim bleiben, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kann. Ja. Wenn der so dermaßen körperliche Probleme hat, dass du es eben auch nicht ohne weiteres trainieren kannst. Und das ist ja, wie gesagt, es ist eine Verringerung der Lebensqualität. Und ich glaube, dass das manchmal den Leuten auch nicht bewusst ist. Wenn du denkst, ja, ist halt ein Tier, dann sperrst du ihn halt irgendwo ein, dann ist ich in eine Box und dann gehst halt einfach mal, abgesehen davon, dass das mittlerweile Gott sei Dank verboten ist, ist es aber auch so, es ist ja ein Tier, was bei dir lebt und der kann ja nichts dafür. Eben, der kann auch, der kann am wenigsten dafür. Ja. Also, ne, also letztendlich hat keiner Schuld von an der Situation, aber der kann gar nichts dafür und aber ich auch nicht. Ja. Ne? Ja. Und, aber das ist das, was man sich halt überhaupt nicht vorher überlegt, dass man wirklich so einen langen Zeitraum so ein Tier hat, wo sich wirklich alles ändern kann und der auch das Tier vielleicht auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Denn ja. er ist ja nicht, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass man einen Hund kriegt, der nicht alleine bleibt. Ja, ist ja unfassbar. Dann denkst du halt, dann übst du das halt und dann klappt das eben schon. Genau. Und manche Dinge kann man eben nicht üben. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, bei meinem Aussie war es ja so, der hatte nicht nur ein Trennungsstressproblem, der hatte ein massives Leinenaggressionsproblem mit anderen Hunden. Also nicht nur an der Leine, sondern auch ohne Leine. Der ist die angegangen und, also richtig, ne? Und das macht sehr einsam. Ja. Weil du kannst halt nicht irgendwie dich mit anderen Leuten da verabreden, sondern da müssen die Hunde halt dann mussten. Weil mittlerweile leben meine Hunde nicht mehr, weil sie alt wurden. Nicht, dass jetzt jemand denkt, naja, die ist die Hunde losgeworden. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Na, aber der Hund musste dann halt an andere Hunde vorsichtig gewöhnt werden, wenn er dann die anderen Hunde gewöhnt war und hat die einzeln kennengelernt, war es auch kein Thema. Aber mal eben draußen spazieren gehen und den Hund dann irgendwie laufen lassen und ist egal, was kommt oder so. Nee, das war mit dem halt nicht möglich. Und das war eine massive Einschränkung meiner Lebensqualität. Ich hatte vorher eine Hündin, die hatte mit anderen Hunden jetzt kein großes Problem. Ja, und dann kam er halt dazu und auf einmal war es ein Problem. Und dann hatte ich dann irgendwann auch einen neuen Partner. Ich meine, Mikele kennt ihr ja mittlerweile auch. Und dann war es das hinterher tatsächlich bei uns so, dass wir, wenn ich bei Mikele daheim war, der hatte auch eine Wohnung in so einem Mehrfamilienhaus und so, wenn wir da mit den Hunden irgendwie rein und raus wollten, das war in Freising, das war dicht besiedelt, da waren viele andere Hunde, da haben wir geguckt, gehen wir nachts. Gehen wir nachts mit den Hunden spazieren, damit wir möglichst niemanden erwischen. Oder immer muss einer vorgehen und gucken, wer kommt denn da irgendwie im Haus mit Hund vielleicht rauf und runter die Treppe. Oder müssen wir noch warten? Und das war schon. Ist ja auch für den neuen Partner, ne? Also ich habe auch einen neuen Partner mittlerweile. Und der muss natürlich A, auch Rücksicht nehmen, was er auch gerne tut. Das wäre ja auch nicht mein Partner. Aber da sind ganz viele Einschränkungen. Ne? Man kann ganz viele Sachen nicht machen, weil der Hund eben nicht alleine bleibt. Und ist auch das ganze Umfeld. Also ich weiß nicht, wie oft wir hören, ja, wie der Hund muss jetzt mit. Und dann sind da auch Leute, die da kein Verständnis für haben. Man kriegt Kritik. Die andere Hälfte der Leute sagt, ja, wie, du bist doch Hundetrainerin. Ja, wieso bleibt denn dein Hund nicht alleine? Ne? Dass man überhaupt auf wenig Verständnis trifft. Das macht auch schwer. Und auch kritisiert wird dann, ne? Und überhaupt nicht verstanden wird, warum ich das so mache. Also es wäre für mich das Letzte, dass ich den Knicker alleine lasse, auch wenn er jetzt, ich glaube, der würde nichts kaputt machen, weil der würde ziemlich laut bellen und jaulen. Würde ich nicht machen, könnte ich nicht. Und schon gar nicht, um irgendwo Party zu machen. Sorry, kann ich nicht, will ich nicht. Ne? Aber da kommt man oft an so Punkte, wo die Leute mit dem Kopf schütteln, da stehen und sagen, ja, verstehe ich nicht. Warum? Ja. Ne? Und dann denke ich, ja, aber kann ich doch nicht machen. Und das macht es ja noch schwerer. Du hast ja eh schon diese Einschränkung der Lebensqualität durch das, was, ne, was der Hund halt so mitbringt oder auch eben nicht mitbringt. Und zusätzlich habe ich dann eben noch die Abwertung und Bewertung durch andere Menschen. Und dann kommen wir jetzt vielleicht direkt schon mal zum ersten Appell. Wenn euch jemand sagt, ich mache so etwas nicht, weil mein Hund XYZ oder sowas, dann kann man das doch einfach mal so stehen lassen. Oder einfach mal sagen, oh ja, das ist wirklich schwierig oder sonst irgendwas. Und ansonsten einfach mal die Faust in der Tasche machen und die Fresse halten. Ja, man könnte ja vielleicht hinterher dann lästern.
wenn man es gar nicht anders hinkriegt. Wenn man weg ist, genau. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren wegen deinem Ding mit das der Lästerei. Ne? Aber ich muss ja irgendwie auch gucken, dass ich hier durchkomme durch das Thema. Ja, genau. Na, und die Sache ist ja halt, wie schon gesagt, das ist ja eh eine, jetzt weiß ich wieder, wo ich dran war, eine Lebenssituation, die eh schon schwierig ist, eine Trennung. Du weißt, du musst umziehen. Alles neu. Ja, wie gesagt, bei mir noch zwei Kinder halt noch mit dazu, die du halt irgendwie handeln musst. Ja, die musst du ja auch auffangen letztendlich. Ja. Also war ja selbst bei Knicker war die Trennung ein Problem. Ja. Also da veränderte sich ja plötzlich für den Hund alles. Natürlich. Sein Herrchen war weg. Richtig. Ne? Ich meine, der hat sich dann ein neues gesucht. Aber nein, Spaß beiseite. Das war dann eine komplett andere Situation. Also wir haben wenig gestritten, also es war alles gut, aber trotz und alledem war Herrchen plötzlich weg. Ne? Der kam dann nicht mehr so oft. Irgendwann zog der dann auch aus. Und das müssen Kinder natürlich wegstecken, aber der Hund ja auch. Für den Hund war das ja dann auch eine ganz andere Situation. Plötzlich verändert sich alles und der weiß gar nicht warum. Ne? War dann natürlich eine stressige Zeit für ihn auch und dementsprechend ist dann auch wieder unerwünschtes Verhalten häufiger, ne, weil der Hund gestresst ist. Und das ist mal einfach so. Natürlich. Und wie gesagt, es ist ja auch beim Menschen, die Situation ist ja so außergewöhnlich. Und wenn dann eben dann von außen dann noch Leute dann dazukommen, die sagen, ey, immer, hast du keine Ahnung von dem, was du machst? Oder warum nimmst du so viel Rücksicht auf einen Hund? Weil es ist doch nur ein Tier. Und das finde ich schwierig, weil es ist ein Sozialpartner, ja. Der hat sich ja nicht ausgesucht, mit mir zu leben. Und wenn ich den zu mir hole und unterwerfe ihn im Endeffekt meinen Regeln und meinem Leben, habe ich auch die Verantwortung. Finde ich nämlich es ethisch nämlich auch. Ich habe die Verantwortung dafür, dass das dem Hund keinen Schaden zugefügt wird. Ja. Aber es macht halt Druck. Ja, weil ich dem, also das Gefühl habe, ich kann dem nicht ausreichend gerecht werden, ohne meine Bedürfnisse hinten anzustellen. Und ich habe schon wirklich wenig Bedürfnisse. Und das tust du ja im Endeffekt jetzt die ganze Zeit. Ja. Du stellst deine Bedürfnisse komplett hinten an. Ja. No? Ja. Und ich war bei mir damals auch so. Also ich weiß aber auch, bei mir war das damals so, dass es irgendwann dazu geführt hat, dass ich mit dem ganzen Stress fast gar nicht mehr umgehen konnte. Also ich habe einen Komplettabsturz damals gehabt, habe mich dann Gott sei Dank wieder fangen können und sowas, überhaupt gar kein Thema. Es ist auch schon lange, lange, lange her. Aber das war so eine Belastung, dass es sich tatsächlich körperlich und psychisch massiv bemerkbar gemacht hat. Also ich habe es jetzt bei mir gemerkt, also ich war plötzlich für einen jüngeren Bruder und der schrieb mir oder schickte mir ein Bild, der war hier auf dem See, war der mit seiner Freundin Schlauchboot fahren. Und ich war so neidisch, ne? Ja. Und dann habe ich hinterher gedacht, ich wollte noch nie auf diesen See Schlauchboot fahren, was ist denn da los? Und habe erstmal reflektiert, was da eigentlich los ist. Und ich war grün vor Neid. Ne? Ich habe gedacht, das kenne ich von mir nicht, dass ich so neidisch auf irgendwas bin, ne? Weil ich eigentlich ein gutes Leben habe. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist was nicht mehr im Gleichgewicht. Ne? Und da muss man halt gucken. Und muss dann, also ich hab eine super liebe Freundin, die ihn dann auch nimmt, die dann einfach auf ihn aufpasst. Und ich sage dann halt auch mal, okay, so jetzt 3 Stunden geht es ihm nicht so gut, ne? Weil er halt ein bisschen traurig ist, weil ich weg bin. Aber das muss dann auch mal sein. Und ich glaube, dass man sich diese Freiheiten nehmen muss. Aber trotzdem ist das eine Belastung, weil ich halt weiß, dass er sich nicht wohlfühlt. Ja. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach mal drüber spricht, weil das so, ja, dann, also ich beherrsche mich wirklich sehr, weil der Knicker ja ein sehr sensibler, empfindlicher Hund ist. Das heißt, wenn ich den anranze, kriege ich sofort die Antwort mit Meideverhalten und ne? Da sieht man also, das trifft den hart. Deswegen kann ich mich da gut beherrschen, Gott sei Dank, aber es passiert mir natürlich trotzdem. Ne? Wenn der da wieder unter seine Tanne sitzt, ne? Und nicht rauskommt, dass ich dann denke, fuck. Genau. Und das ist einfach so. Und ja, ich weiß gar nicht, warum wir darüber sprechen. Warum sprechen wir denn darüber? Also die eine Seite der Leute wird jetzt sagen, naja, es ist ein Hund. Soll sie sehen. Und die andere Hälfte... Ich glaube, dass das oft so ein Tabuthema ist. Ich glaube, dass das wirklich ein Tabuthema ist, wenn man sagt, ich leide unter den Umständen, wie ich jetzt mit meinem Hund zusammenlebe. Oder ich leide vielleicht an dem, dass mein Hund so ist, wie er ist. Ich glaube, dass man da nicht gern drüber redet und schon gar nicht als Trainerin, weil als Trainerin ist das ja der Hund quasi ein Haufen unbearbeiteter Leben und man muss den halt nur irgendwie formen, aber das ist halt Quatsch, das ist halt nicht so. Ja, aber mein Klumpen ist ein Klumpen geblieben. Ja, und das muss man dann noch einfach mal sehen, dass auch wir Trainerinnen Schwierigkeiten haben und dass sich eben auch in unserem Leben was ändern kann. Und dann kommen wir doch vielleicht einfach dann auch mal vielleicht so eine Art Lösungsansätze, soweit es sie gibt. Ich glaube, dass
erste. Ja, ich bin gespannt. Ja, das erste, was für mich damals war, also kann ja nur von mir sprechen, ne? Eine Psychologin bin ich auch nicht, aber das von mir war die Situation wirklich zu akzeptieren. Hm. Erstmal akzeptieren heißt nicht, dass man mit so einer fatalistischen Einstellung da reingeht und denkt, boah, alles scheiße, da bleibt alles, das ist doch scheiße. Nee, sondern es ist okay. Es ist jetzt erstmal so, wie es ist, man muss, und den Druck sich wegnehmen, jetzt sofort was verändern zu müssen. Genau. Erstmal sagt, okay, ist jetzt Kacke im Moment, aber ist jetzt, wie es ist, wird auch irgendwann wieder besser, auch während der Hund noch lebt. Ja. Ne? Und ich glaube, das war so das Erste, was mir geholfen hat, ein bisschen Druck rauszunehmen. Also okay. Situation akzeptieren. Ist so, wie es ist. Auch vielleicht die Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben. Dann einfach zu sagen, okay, jetzt muss ich nicht die Küche noch aufgeräumt haben, wenn die Sonja mit Hey Fifi kommt, ne? Sondern sagen, ich lasse das einfach liegen. Dafür habe ich meinen Hund gefüttert und habe noch ein bisschen gearbeitet. Dafür ist die Küche unordentlich. Und nein, die Küche ist natürlich ordentlich. Warte mal ganz kurz. Da ist eine Spinne, die habe ich weggeplant jetzt. Und ich hoffe, ich habe hier gerade eine, die habe ich jetzt. Ich habe ja keine Angst vor Spinnen. Also nee, aber ich wollte nicht, dass sie auf die rumkrabbelt. Nein, alles gut. Die Ansprüche einfach runterschrauben auch. Man muss nicht perfekt sein, man muss nicht alles perfekt haben. Ne? Und dann einfach gucken, was ist am wichtigsten. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Sich auf ein paar Sachen fokussieren und nicht irgendwie alles perfekt alles haben wollen. Also ich bin schon so ein Perfektionist. Ja, aber das macht es ja schwierig in dem Moment, weil du kannst jetzt nicht dein erfülltes Leben draußen am See, auch wenn du das nie wolltest, haben, aber dann gleichzeitig einen glücklichen Hund. Eben. Ist schwierig. Wobei der mit auf das Schlauchboot gehen würde. Also den kann man ja wirklich überall mit hinnehmen. Könntest du dann ja im Endeffekt machen. Könnte. Schau. Müsst jetzt nur noch einen finden, der mit mir Schlauchboot fahren will. Ja, dein Bruder. Ach so, ja. Ne? Also Situation annehmen. Also das ist jetzt keine Liste, wo man sagt, das ist jetzt vollständig, das passt jetzt für jeden. Die haben Ahnung von dem, was sie reden. Richtig, sondern das ist wirklich einfach nur anekdotische Evidenz. Ne? Sich zu überlegen, was ist wirklich am wichtigsten, was kann ich noch machen oder so. Und dann sich vielleicht auch Freiräume tatsächlich bewusst schaffen. Ja. Und ja, dann also auch halt wirklich mal sagen, okay, ja, der Hund ist mir das Wichtigste und ja, ich sehe, wenn es dem nicht gut geht, aber dann auch mal sagen, okay, 3 Stunden jetzt muss er durch, musste ich heute Morgen neben der Tanne auch, ne? Kann er das jetzt auch mal. Also das, ne? Weil geht nicht anders. Dass man eben sagt, wenn es gar nicht anders geht, also für meine psychische Gesundheit, ja. Brauche ich jetzt einfach mal, was weiß ich, sei es ein Stündchen draußen im Café und es ist Mist und ich weiß, ich muss dann hinterher dann wieder dran arbeiten und ein Vertrauensverhältnis und überhaupt und sowas. Aber manchmal, ich empfehle das tatsächlich manchmal auch bewusst Menschen, die einen sehr schwierigen Hund haben, also einen mit Leinenaggression oder sowas, ja, dass ich sage, gibt es Menschen, die euren Hund mal übers Wochenende nehmen können? Gibt es irgendwie Leute, die sagen, komm, für ein Wochenende habe ich die Nerven? Dass man einfach mal sagt, so, und dass man selbst einfach mal durchatmen kann. Durchatmen kann, auch nur für Leute mit Kindern oder sowas. Dass man sagt, gibt es vielleicht jemanden, der einfach mal für 2-3 Stunden auf die Kinder aufpassen kann? Du kannst einfach mal rausgehen oder eine Runde schlafen. Ja. Ja, also bei kleinen Kindern weiß ich auch, wie das ist, dass man einfach mal sich einfach irgendwas macht, wo man ja, und zwar nicht feiert. Die Hunde oder Kinder nehmen oder sowas, damit man dann zu Hause die Butze putzen kann. Sondern, ich hätte jetzt Küche putzen vorgeschlagen. Ja, genau, aber genau das nehme ich eben nicht. So nicht. Ne, weil es geht ja darum, Lebensqualität zwischendurch einfach mal so ein bisschen reinzubringen. Ja. Das ist das, was berühmte Selfcare was gibt. Ja. Und Selfcare ist nicht unbedingt immer mal sich in... gut, klar, wenn es dir wichtig ist, dass das Haus sauber ist, dann ist das vielleicht Selfcare in dem Moment. Will ich ja jetzt gar nicht sagen. So. Ne, aber dass man tatsächlich sich mal bewusst macht, man hat selbst auch das Recht auf diese Auszeiten. Auch wenn halt der Hund in dem Moment Schwierigkeiten damit hat. Aber es muss natürlich im Rahmen bleiben. Im Rahmen bleiben, ja, ganz genau. Ne, dass man jetzt nicht auf einmal dann irgendwie zur Bitch wird. Ja, die sagt, ist mir doch egal, ich stecke den Hund jetzt in die Kiste und mache die Kiste zu, wie schon gesagt, verboten. Ne, weil das soll natürlich nicht sein. Nein, das käme, also ich weiß nicht. Ich glaube auch, die Zuschauer, die wir hier haben in unserem Format, die machen das nicht. Hoffe ich. Und glaube ich auch. Glaube ich nicht. Also das, aber wie gesagt, dass man eben manchmal anfängt abzuwägen, sagt, ich brauche jetzt diese Zeit und es geht jetzt nicht anders, ich gehe jetzt aus diesem Haus und ich weiß, dem Hund ist jetzt blöd mit dabei. Wenn ich es verhindern kann, verhindere ich es irgendwie, aber wenn ich es in dem Moment nicht so gut verhindern kann, dann natürlich, aber Gott. Dann nein, ich habe nicht gewarnt, da ist irgendwas runtergefallen. Ich habe schon gedacht, wieso muss sie wieso jetzt weinen? Wieso emotional warst du auch jetzt gerade gar nicht. Es war ein Tier. Ein Tier, okay.
Ne? Aber gut, wir sind ja hier im Garten und es ist schön hier und es ist halt auch viel Viehzeugs und das wollen wir ja durchaus auch so haben. Genau. Ach, da habe ich es wieder gesagt. Genau. Das genau. Das berühmte Genau, was wir ständig von uns geben. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Also, ja. Ihr akzeptiert das einfach, unser Genau. Ja, das war's. Fällt dir sonst noch was ein, was man in dem Moment machen kann? Also ich glaube, sich da wirklich so einen Freundeskreis ein bisschen aufzubauen, wo der Hund dann vielleicht auch mal bleiben kann, auch wenn er da nicht so glücklich ist, dann ist aber vielleicht immer noch besser als allein daheim in dem Moment. Ja. Kommt so ein bisschen Abwägungssache dann. Natürlich, ne? Auch, dass man ihn mitnimmt, dass man guckt, dass man auch da, also bei mir ist es dann auch so, ich kann ihn ja überall, eigentlich überall mit hinnehmen. Und das macht er auch richtig gut, der legt sich auch auf eine Decke. Aber dann habe ich natürlich auch den Anspruch, dass er da liegen bleibt nach Möglichkeit. Der will aber dann auch jedem Hallo, also will wirklich Hallo sagen gehen. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme, wo die Leute ihn schon kennen, und wir waren jetzt noch wieder auf so eine kleine Gartenparty, hier waren 20 Leute, die kennen ihn alle, und dann kann ich ihn einfach laufen lassen. Das heißt, ich lasse ihn dann einfach mal machen, und ne, stand da plötzlich hochkant am Buffet und wundert sich, weil er würde es nicht fressen, aber er wollte halt mal gucken. Solche Sachen, aber das ist dann okay, dann sage ich, ja komm Mensch, ne, die sind alle nett, die kennen ihn, und da ist das alles okay, dass man sich da dann auch mal so ein bisschen rausnehmen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man die Situation akzeptiert und nicht die ganze Zeit nur denkt, oh Mist, 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 dass dann eben auch mehr Raum im Gehirn ist, vielleicht für potenzielle Lösungen. Zumindest mal ab und an mal eine kleine Lösung für eine Zeit, für einen Zeitraum. Ja. Ja. Und es ist auch überhaupt nicht schändlich, muss sich keiner Schuld irgendwie bewusst sein, wenn man dann auch mal erleichtert ist, wenn man mal 3 Stunden für sich hat. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch so das Ding, dass man immer denkt, wenn man denn dann ohne Hund ist, dann muss man dann ein ganz schlechtes Gewissen haben, weil man fühlt sich dann in dem Moment ja schuldig, weil man dem Hund jetzt in dem Moment nicht das geben kann, was der Hund eigentlich braucht. Nee, aber in dem Moment brauche ich es vielleicht. Ja. Und dass man auch mal erleichtert ist. Man darf auch erleichtert man sein, darf erleichtert ab und an ohne Hund zu sein. Man darf auch mal schlechte Gedanken haben dem Hund gegenüber. Finde ich auch in Ordnung. Also ich weiß noch, wie das bei uns damals war. Wir hatten 3 Hundesenioren. Die sind alle 3 gleichzeitig alt geworden. Und das hieß über mehrere Jahre hinweg keine ruhige Nacht. Okay. Weil irgendeiner ständig pinkeln musste, unter sich gemacht hat. Manchmal mit Windeln gearbeitet, dann musste die Windel gewechselt werden, weil dann halt flüssig Durchfall drin war. Und das ging über Jahre hinweg. Eine unserer Hündin war dement, die lief dann abends im Schlafzimmer hin und her, tap, 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 tap. Wir hatten keine ruhige Nacht. Und ich kann ehrlich sagen, als die 3 Hunde irgendwann nicht mehr lebten, dann waren wir schon auch erleichtert. Wir waren damals auch erleichtert. Sie haben uns gefehlt, natürlich, weil wir haben über Jahrzehnte miteinander gelebt. Aber wir waren noch erleichtert und ich finde, das ist völlig legitim. Das kenne ich von meinen Katzen und an der Stelle muss ich jetzt sagen, also Sonja zerstört gerade meine neue Partnerschaft, weil ich glaube, das wusste mein Freund nicht bisher und der ist jetzt gerade in die Ecke dazugekommen und hat dir zugehört. Also hinter der Kamera. Hinter der Kamera. Ja. Das heißt, jetzt wird sich alles noch mal ändern. Das heißt, er weiß noch nicht, ändern, wie das ist, wenn ein Hund alt wird. Genau. Entschuldigung, dass wir jetzt hier Illusionen zerstört haben. Sorry. Ich glaube, er hat uns gar nicht zugehört. Er war mit anderen Sachen. Ah, wir haben Glück gehabt, er hat es nicht gehört. Genau. So, das so war das mein nämlich. Zack. Einfach mal emotional kurz mal erzählen, wie das halt so ist. Wenn sich halt die Lebensumstände ändern und der Hund dann eben zu einer Belastung wird. Das kann passieren und es ist völlig in Ordnung, das auch als Belastung zu sehen. Man muss da nicht irgendwie den Fighter spielen und dann durch, Soldier on. Das ist nicht sinnvoll, weil irgendwann klappt man zusammen. Also das ist mir so passiert und passiert anderen Leuten auch. Also deswegen, dass unsere anekdotische Evidenz-Tipps die Situation akzeptieren, versuchen sich selbst Freiräume zu nehmen in irgendeiner Form, sich dabei nicht schuldig fühlen, finde ich ganz schwierig, weil sonst packe ich ja auf dem, was mich sowieso belastet ja auch noch einen drauf. Und gerne auch mal erleichtert sein, wenn man auch mal eine Zeit lang ohne Hund ist. Und blöde Gedanken über einen Hund sind auch völlig in Ordnung. Der ist jetzt auch gerade blöd. Der Kasper hat jetzt auch noch darum. Ja. Also, wenn ihr wüsstet, was um uns herum jetzt gerade alles so passiert. Gar nicht gut, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja. Also wir sagen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es konnten alle was mitnehmen. Lasst uns auch gerne mal eure Gedanken da. Also es würde uns wirklich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das schon erlebt habt oder sowas. Schreibt uns einfach. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.